Hallo liebe Küchenfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich euch dieses Rezeptvideo in dieser ungewöhnlichen Szenerie präsentiere. Aber als kleines Special zu Halloween zeige ich euch heute einen Schokoladen-Minz-Cheesecake, inspiriert von einer der berühmtesten Horrorfilmfiguren überhaupt, Frankensteins Monster. Und während ich euch die Zubereitung zeige, stelle ich euch eine echte Perle unter den Frankenstein-Verfilmungen etwas näher vor. Zugegeben, der Cheesecake ist mit seiner grün-schwarzen Farbe eher an das klassische Bild des Frankenstein-Monsters angelehnt. In meiner Version sieht es so aus. Es ist die Kreatur aus Andy Warhols Frankenstein oder Flesh for Frankenstein aus dem Jahr 1973. Aber bevor wir uns dem Film widmen, zeige ich euch mal die Zutaten für den Boden. Wir benötigen 100 Gramm Kakaobutterkekse und 50 Gramm Butter. Der Boden ist schnell gezaubert, die Kekse werden in der Küchenmaschine fein zermahlen und mit der geschmolzenen Butter zu einem einheitlichen Teig verarbeitet. Und während ihr die genaue Zubereitung verfolgt, schauen wir mal etwas näher auf unseren Film. Der Pop-Art-Künstler Andy Warhol war ein großer Filmfreund und mit ihm als Produzenten und Paul Morrissey als Regisseur entstanden neben Filmen wie Flash, Trash und Heat eben auch diese Version von Frankenstein in einer italienisch-französischen Co-Produktion. Und ein Jahr später sogar noch eine eigene Interpretation des Dracula-Stoffes mit fast identischen Darstellern und Drehorten. Während ich den Teig in meine 18 cm Springform gebe und gleichmäßig verteile, schauen wir uns die Darstellerriege etwas näher an. Schauspielexzentriker Udo Kier spielt den Baron. Die belgische Schauspielerin Monique van Wooren spielt seine Schwester, / Ehefrau und Mutter seiner zwei Kinder. Und ja, das habt ihr ganz richtig so gehört. Und Warhols männlicher Favorit bei den Schauspielern, Joe D'Alessandro, spielt den allseits begehrten Bauernlümmel, der wohl bestaussehendste Schauspieler mit dem wenigsten Text in einem Film. Ihr versteht, was ich meine. Die Springform wird nun direkt in den Kühlschrank gestellt und ich zeige euch die Zutaten für die Creme. Wir benötigen 150 Gramm Frischkäse, 40 Gramm Zucker, ein Ei, 4 cl Minzlikör und 20 Gramm grüne Lebensmittelfarbe. Zur Zubereitung der Creme gebt ihr alle Zutaten in eine Schüssel und verrührt sie einfach kräftig miteinander. Nun, vielleicht fragt ihr euch, warum gerade diese Interpretation des Frankensteinstoffes so außergewöhnlich gegenüber den unzähligen anderen Verfilmungen ist. Ganz einfach, es ist einer der wenigen Horrorfilme, die einen LGBT, also queeren Handlungsstrang haben. Kurzum, Frankensteins Monster ist schwul. Aber darauf gehen wir gleich noch etwas näher ein. Jetzt geben wir erstmal die Creme auf den Boden und backen den Cheesecake bei 160 Grad im Umluftherd für etwa 30 Minuten und lassen ihn danach etwas abkühlen. Baron Frankenstein mit seiner Schwester in Inzestehe und seinen daraus hervorgegangenen Kindern in einem Schloss in Osteuropa lebend, ist beseelt von dem Gedanken, ein neues Menschengeschlecht zu erschaffen,
mit Geschöpfen, die er aus Leichenteilen zusammengefügt hat. Er hat bereits unter Mitwirkung seines, sexuell leicht von der Norm abweichenden Assistenten ein Weib erschaffen und auch der Mann dazu ist schon fast fertig. Was fehlt, ist allein noch der Kopf. Und um die Fortpflanzung sicher zu gewährleisten, möglichst mit einem triebhaften und auf Frauen fixierten Gehirn darin. Und wo findet man solche Männer am besten? Natürlich unter Bordellbesuchern. Diese beiden hier zum Beispiel. Der dunkelhaarige Nikolas und der blonde Sascha. Sag ihm doch mal was Schönes. Dumm nur, dass bei Sascha so gar kein rechtes Interesse an den Damen aufkommen mag. Er hat nur Augen für seinen besten Freund Nikolas. Aufgrund einer Verwechslung hält Frankenstein Sascha für den passenden Kopfkandidaten und zack ist der Kopf auch schon ab. Und am Körper des Geschöpfes befestigt. Wie es mit der anstehenden Zusammenführung von männlichem und weiblichem Wesen aussieht, schauen wir uns gleich an. Ihr ahnt sicher schon, wie das ausgehen wird. Massage. Ich übernehme die Gehirngegend. Arm. Jetzt schauen wir erstmal noch, welche Zutaten wir für die letzte Schicht unseres Cheesecakes brauchen. Wir benötigen 75 Gramm Zartbitterschokolade und 75 Milliliter Schlagsahne, die wir gemeinsam in einem Topf erwärmen, bis die Schokolade geschmolzen ist. Die Masse wird dann auf dem ausgekühlten Kuchen gleichmäßig verteilt und jetzt stellt er ihn am besten über Nacht in den Kühlschrank. Und was passiert bei unserem Schöpfungspärchen? Nun, nichts. Sascha, oder besser sein Kopf auf neuem Körper, hat offensichtlich keinerlei Interesse an der Frau. Küss ihn nochmal! Ist es möglich? Ist es möglich, dass wir versagt haben? Jemand muss an ihnen herumgepusht haben. Da muss jemand im Labor gewesen sein. Küss ihn! Frankenstein stürzt in eine tiefe Sinneskrise über sein Versagen. Diese wunderschöne serbische Mädchengestalt hätte sich jeder auf den ersten Blick verlieben müssen. Aber vielleicht war der Kopf dieser Kreatur einfach unzulänglich. Stellt aber seine Geschöpfe trotzdem der Familie beim Abendessen vor. Dort trifft Sascha auch Nikolas wieder. Der ist inzwischen bei der sexuell unersättlichen Baronin als Hausdiener bzw. Liebessklave untergekommen. Die Baronin findet in der Ehe mit ihrem Bruder nur wenig Erfüllung. Im Film stellt sich heraus, dass Dr. Frankenstein eher nekrophile Tendenzen hat. Und ja, auch das habt ihr wieder ganz richtig gehört. Vielleicht heute Abend schon. Bald wirst du mir die richtigen Kinder schenken.
Jeder, die ich haben will. Sascha erweckt keinen Anschein menschlicher Regung, außer beim Anblick von Nikolas. Wir schauen uns zunächst mal das fertige Cheesecake-Ergebnis an. Vor dem Servieren sind eurer Fantasie bei der Dekoration keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt sie ganz im Frankenstein-Halloween-Stil verzieren, so wie ich das hier getan habe, oder ganz schlicht mit einigen Minztäfelchen. Das Ende unseres Films dagegen ist weniger schlicht geraten. Frankensteins Wut darüber, dass er für seine Experimente offensichtlich den einzigen Bauern im Umkreis erwischt hat, der schwul ist, lässt ihn einen Sündenbock suchen, der sein Experiment sabotiert haben muss. Da kommt nur der neue Diener Nikolas in Frage, der auch gleich festgesetzt wird. Das Finale ist im Grunde nur ein gigantischer Overkill aller beteiligten Charaktere. Das weibliche Geschöpf wird im perversen Rausch von Frankensteins Assistent getötet. Der wird aus Wut darüber von Frankenstein erwürgt. Die Baronin wird vom männlichen Geschöpf getötet, weil sie sexuelle Dienste von ihm fordert. Frankenstein befiehlt dem Geschöpf, der Nikolas zu töten, was er aber aus Liebe zu ihm nicht tut. Bring ihn um! Und der Baron jetzt selbst dran glauben muss. Sternfried! Das männliche Geschöpf tötet sich letztendlich selbst, da es sich nicht als Mensch sieht mit einer Identität und einer Seele, sondern nur, ja, eben als Verbund zusammengestückelter Körperteile. Jetzt ist nur noch Nikolas am Leben, immer noch gefangen. Als sich die Kinder vom Baron nähern, hofft er schon auf Rettung, aber weit gefehlt. Die Gene von Vater und Mutter haben sich offensichtlich auch auf die nächste Generation übertragen. Nun bleibt mir nur noch, euch viel Freude beim Genuss des Minz-Cheesecakes zu wünschen und natürlich wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und abschließende Gedanken zu Warhols Frankenstein-Version. Wenn man irgendwo den Werbeslogan Frankensteins Monster ist jetzt schwul lesen würde, würde man wohl zuerst an eine Parodie wie Scary Movie denken. Flash for Frankenstein ist aber ein waschechter Horrorfilm mit allem, was dazugehört. Reichlich Blut, Gore-Effekten, reichlich nackte Haut und immer einen kleinen Schritt über der Grenze zum Tabubruch. Für alle Horrorfans und alle Fans queerer Filme unbedingt zu empfehlen.